Hello Internet world, hello YouTube. It's raining again. I feel the meaning of immer. Es regnet noch immer außerhalb. Ja, und ich nutze das jetzt weiter hinaus, indem dass ich jetzt meine kleine Höhle hier, die ich mir angelegt habe, die jetzt so weit zu Hause ist eigentlich, ein bisschen ausholen tue. Weil mein Plan wäre natürlich wirklich ein kleines Apartment einzurichten. Ich bin da jetzt vollkommen. Ja, ich bin da vollkommen, das kann sein, oder? Nein, aber warum denn nicht? Groß genug ist es ja. Überlegen wir mal von dem Standpunkt her, wenn wir hier bleiben, dann muss es auf jeden Fall ruhiger draußen. Weil nach oben ist es auch nicht für Solarpanels und sowas in der Richtung. Wir könnten uns in ein kleines, ruhiges Eck einrichten. So, dann noch eins nach hinten bauen. Vielleicht noch eins, also noch zwei. Na, ja, stimmt, das da jetzt gerade ein bisschen komischer vor, glaube ich, als das sind am Ende. Warum nicht eigentlich, YouTube? Der Regen hat aufgehört. Ach, gut so. Hat er nur genervt weiter. Na, es regnet nicht mehr. Wow, schaut schon nicht schlecht aus. Trotzdem hätte ich da gern einen halbwegs schönen Boden gehabt. Kennt mich, ich bin da ein bisschen altmodisch mit dem Baum. Warte, wie der Baum das ausschaut. Ich hasse das nochmal, wenn so sowas wie Erde überall ist. Ich spreche auch schon. Warte an der Geschichte ist, dann wissen wir zumindest, wie weit wir noch ausbauen müssen und aushöhlen müssen. Ja. Auf jeden Fall ist ein schönes Eck. Da hinten zumindest auch noch. Versuche ich gerade einen Überblick zu bekommen über die ganzen Sachen hier. Ausgebaut wird das Ganze sowieso. Das ist halt ein Scheiß, das ist am Schluss. Ich verbrauche eigentlich meine Kohle. Früher. Stein. Egal. Machen sowieso Stein am Ende, also das ist eh egal. Also kann man im Endeffekt sowieso jetzt ein bisschen auch da gleich. Das Ganze da ein bisschen beerden und schöner machen. Ja, fahrt uns nicht so mehr. Ist aber ein ganz anderer Anfang, den was wir sonst haben beim Spiel immer. Haben wir mal zu abwechselnd Gedanken darüber, wie ich meine Wohnsituation schon mal machen kann. Das bietet sich eigentlich schon aus guter Abgang an. Übergang an. Ich hoffe jetzt schon mal nicht, das ist auch die Frage.
nicht, aber ja, das war zu viel. Ich muss gerade eher überlegen, ob es jetzt auszahlt, nach da hinten zu gehen, soweit. Eigentlich nicht. Was genau, wenn wir das hier gleich so lassen würden. Haben wir hier gleich einen Ausgang, die Richtung. Da bauen wir das ab. Ja, was denke ich wohl schon, ne? Das wäre jetzt gut zu wissen, oder? Das ist selber nicht gerne. Versuche ich nur gerade ein bisschen denken zu können. Und hier aus dem kleinen Eck hier was Gutes machen will. Na, keine Ahnung wie. Schon einfach. Dieser Part wird eher schon ein Verschönungspart als ein Arbeitspart. Ja, das ist aber das wirklich ganz anders, dass man so Minecraft Feed the Beast anfängt. Bei mir nicht so wie immer. Wir suchen Kopper und Tin und Co. Nein, wir beginnen mal ganz anders. Wir beginnen anders, tun wir gar nicht. Also, wir fangen ja genauso an, wie wir anfangen. Nur halt ein bisschen mit anderen Voraussetzungen, hätte ich gesagt. So. Und mal Teil dazu. Das gefällt mir schon mal so. Nach hinten ausbauen muss ich sowieso auf die Seite rüber noch. Das kommen wir darum. Da ist Ampere. Okay. Mal kurz gucken. Also in die Richtung haben wir genug Spielraum. In die Richtung kann man gehen, so weit wir wollen eigentlich. Und nach hinten. Haben wir auch mehr als genug. Oh ja, da haben wir mehr als genug Spielraum. Das trifft sich in beiden Situationen echt richtig gut. Wenn wir den nach hinten rausbauen, nach früher auch noch ein Stück. Oh, da hinten ist ein Vulkan. Schau, da hinten ist ein Vulkan. Ja, gerade ein kleiner. Wir haben wieder unseren Vesuv gefunden, so einen neuen. Das ist wunderschön. Ja, das ist wunderschön. 17:02 am 18.02.2018 YouTube. Das wirst du aber nicht aufnehmen. So, abwechseln mal untertags. Oh, Jesus. Ganz schön tief runtergegangen, also der ist da hinten, der Vesuv.
Kescher hätte ich jetzt. Hätte ich gerne einen Kescher. Einen Kerscher, pardon, einen Kerscher. Diese Bienen abzubauen gleich. Ja, da müssen wir uns aus einfach lassen, das geht so nicht. Nein, da muss ich mal einen Weg einfach lassen, so geht das nicht. Ja, das ist ja stundenlang hin und her hopfen, nur um hier raufzukommen. Gott. Plan selber war nicht dumm. Hier mit der Wohn mit diesem Lager. Ausführung am Ende Mangelware. So, das heißt natürlich jetzt, wir können nach hinten noch gehen. Jetzt muss die Erde da weg, wenn mich nervt. Immer wir können das nicht beschossen, dass der Bus noch rumläuft in den ganzen Durcheinander, das wir haben. Das ist gleich ein bisschen anders anlegen, also müssen wir das ein bisschen mehr Platz haben, wir müssen das ein bisschen anders legen und anlegen. Ja, wir gehen auch in eine Höhle bald, keine Sorge, Judith, wir gehen bald in eine Höhle, wir nach bald Eisen suchen und sowas. Aber, was wieder ein Pair. Mein primärer Gedanke eigentlich wirklich ist dieses Mal mehr, sich da mal auf dieses Prozedere hier herzurichten, dass man da ein bisschen mehr zusammenbringen, weil mir eigentlich immer bei mir das Problem bei Fetopilz ist, dass ich mir das am wenigsten komisch. Bin so richtig schön gerade in diesem Baumodus jetzt. Bin ich eins zu tief? Jetzt bin ich sogar eins zu tief. Macht eigentlich auch nichts, eins zu tief. Naja. Theoretisch können wir ruhig eins runtergehen. Dann sind wir vier hoch. Ja, nicht so blöd, die. Ich auch keine so blöd, die. Das ist jetzt unsere Zwischenlage hier wieder eigentlich, was ich hier schwer nehme eigentlich. Das hat natürlich den Vorteil, hier drin können wir uns ganz beruhigt jetzt werden wir uns runtergehen. Ja, eigentlich nicht hier noch nicht eigentlich. Hier bleibt man jetzt beim Alten. Hier bleibt man also auf jeden Fall beim Alten. Hier Anna und hier Anna. Hier denke ich auch. Ja, da hinten sind wir runtergehen werden. Genau da werden wir runtergehen. Mit Stiegen da halt. So, da fahren wir dann auf der Unterbahn dann. Genau, da machen wir hier noch zu. Ja, das ist ein bisschen übersichtlich. Jetzt haben wir hier die Abgrenzung. Wir können eigentlich noch weiter brennen. Und am Ende von Schwangers und Bomber ist Meister noch. Ah! Daneben gesetzt. Scheibe. Weiter geht's. Unser freudigen Abbauspiel des Tages heute.
Cock. Das nächste, was man dann holen kann, ist Sand eigentlich. Kleiner Sandpunkt machen, so eine Glasfront eigentlich. Und der Pflasterstein, wie schaut denn der eigentlich aus da? So schaut er normal aus und das gefällt mir gar nicht. Abbauen. Das war schon ein bisschen einheitlicher als alles schon da. Das haben wir 27 von denen. 28 mal. Was ich da jetzt mache, das weiß ich glaube ich selber nicht ganz genau. Sie geht auf jeden Fall nach hinten weiter. Übergang nach hinten. Für den Anfang. Für ein Lager. So gedacht man. Wäre so mein Gedanke eigentlich gerade. So, sieht das Ganze ein bisschen schöner aus mit dem Fackeln schon. Ja, man merkt das, ich bin ein bisschen halt wirklich so Bauler, ne? Jetzt haben sie die Fackeln abgebaut, war klar. So, das sind so drei Fackeln, die wir hier finden. Vierte Fackel da oben. So, jetzt gehen wir mal kurz zurück ins Dorf. Wir werden sowieso dann ein bisschen was brauchen gleich. Baumäßig ist ja das jetzt gar nicht so dumm da hinten, wirklich nicht. Muss man schon sagen, ist nicht so dumm. Ist ausbaufähig natürlich. Fragen also ich dabei denkfair, nicht denkfair, das wissen wir noch nicht ganz, das werden wir dann wissen, wenn es soweit ist. Nahrungsmäßig können wir uns da spielen. Wenn wir ein Dorf sind. Was ich jetzt eigentlich vorher habe, ist eigentlich nur kurz mich umschauen da hinten mal. Was da hinten ist. Weil Weg drauf ist nicht schlecht, den können wir da schön künstlich anlegen. Hier rüber zumindest im Weg. Ah, da kommen wir schon wieder Gedanken gehabt. So bauflächenmäßige Gedanken. Also eigentlich ist es ja fitter Pista. Aber die Map lädt ja richtig geil, also wo wir jetzt sind, so richtig zu Baumaßnahmen ein. Ja, wir sind ja wirklich in einen riesengroßen roten Gedöns gelandet. Vom Startpunkt her. Der mir persönlich insofern ja gefällt. Aber von der anderen Seite, wenn man es so nimmt, ganz schön nervend ist. Aber wir sind jetzt eher, ich schaue mich gerade eher um, ob ich da irgendwo Rubberwoods finde. Ja, ich schaue jetzt schon wegen Rubberwoods. Sehe Kühe. Okay, die Kuh lebt noch jetzt. Ich glaube, die Kuh ist tot.
So, dann muss ich mal kurz das Spiel laden. Das könnte ein Rubber Wood sein. Ah ja, das ist ein Great Wood. Gott, das ist ein Great Wood Baum. Beschweren will ich mir jetzt aber nicht. So wirklich. Man stark gesegnet mit des Kürbis. Stark gesegnet mit Bäumen sind wir ja auch nicht gerade. Schlecht gesegnet mit Bäumen sind wir auch nicht. Also es ist ein Mittelding gerade. Hätte ich jetzt mal gesagt. Da hinten ist ein großes Kürbisfeld. Ich sehe kein Rubberwood. Nope, Rubber. Baum mit Spawner. Ganz gut. Ein Spinnenspawner da hinten, das ist natürlich gar nicht so dumm jetzt. Der ist nicht dumm. Können wir uns Fäden holen? Das ist natürlich auch vom Vorteil. So, ich hätte aber gerne Schafe oder was gehabt hier. Jetzt nämlich auch nicht so gerade ohne gewesen Schäfchen zu haben. Da geht's lang. Jetzt natürlich der große Fragebogen, wo gehören wir wieder hin? Darunter. Da ist das Dörfchen. Interesting. Sind sogar noch zwei Häuser, die zum Dorf dazugehören. Ah, interessant. Das ist ein großes Haus, um genau zu sein. Also, jetzt mal von der Logik her, YouTube. Wer baut sich sein Haus so hoch oben? Kann man ja sagen, wo es da reingeht. Hallo? Habt ihr einen Eingang? Irgendwie komisch hier, YouTube. Habt ihr auch einen Eingang? Ja, hören will ich einen Eingang, aber sehen soll ich keinen. Ja, ich würde Ihnen gern helfen, aber. Ja, das sieht man nicht selber schon. Wir haben einen Feuerstein gefunden. Auch nicht so schlecht. Auch nicht jetzt so ohne. Auch nicht so ohne jetzt natürlich. So, welches Haus habe ich jetzt da bezogen gehabt? Ich weiß es nicht mehr. Das hier. Ja, das hier. Brauche ich jetzt nicht. Erde brauchen wir sowieso nicht. Kies will ich auch nicht mitnehmen, wirklich. Ja,
Ja, sehr witzig gerade. Das sehe ich erst mal überziehen schon ganz schön wird, aber ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Okay, wenn es wieder heißt, wir spielen Fitter Base bei mir im Kanal. Danke fürs Zusehen.